Ja, herzlich willkommen zur heutigen Web-Talk-Reihe. Das Thema heute sind textbasierte Web-Tools. Wir haben ja eigentlich das jedes Mal so in dieser Reihe, dass wir uns ein oder ein paar offene Web-Tools angucken. Dieses Mal gucken wir uns gleich 20 an und diese große Zahl zeigt wahrscheinlich auch schon, dass es an sich nicht um diese Tools im Einzelnen geht, sondern die Frage, die ich mir vielmehr gestellt habe, ist, dass ich zusammenbringen will auf der einen Seite textbasierte Webtools und auf der anderen Seite die Frage, wie können wir mit denen eine zeitgemäße Bildung umsetzen. Und ich gebe meinen Bildschirm frei, dann können wir uns das Schritt für Schritt gemeinsam angucken und da auch durchgehen. Und ich habe das auch für euch so vorbereitet, dass ihr das sozusagen alles mitverfolgen könnt und auch die einzelnen Tools als eine Liste da habt. So, das ist nochmal das Thema, textbasierte Webtools für zeitgemäße Kompetenzen und Materialienanleitung findet ihr hier unten unter dem Link kurzelinks.de Webtalk Texte. Das kennt ihr schon, wenn ihr schon häufiger so eine Reihe angeguckt habt. Ihr kommt da nicht direkt zur Präsentation, sondern habt hier tatsächlich eine Liste von diesen 20, ich nenne es jetzt schon ein bisschen Tools in Anführungszeichen, weil wie ich dargestellt habe, geht es ja eher um die Methode oder um die Idee oder um die Art und Weise, wie man lehren und lernen kann mit diesen Tools eben im offenen Netz. So. Ich gehe aber zurück zur Präsentation und ihr entscheidet einfach, wo ihr am einfachsten mitverfolgen wollt. So, textbasierte Webtools für zeitgemäße Kompetenzen. Ich habe an den Anfang gestellt, worauf ich so ein bisschen aufbaue. Und zwar, wenn wir über zeitgemäße Kompetenzen reden, dann hören wir ganz oft diese Abkürzung der 4K, die sozusagen im 21. Jahrhundert ganz entscheidend sind, die Lernende entwickeln sollen und nutzen können sollen, nämlich die Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Und dieses Bild, was ich hier eingebettet habe, was ich euch auch nochmal verlinkt habe, den Blogartikel da dazu, stammt von Jöran. Und ich mag das sehr, sehr gerne, weil das tatsächlich mal ein Versuch ist, so ein bisschen zu übersetzen, was meinen denn eigentlich diese Begriffe? Weil wenn man so vom Alltagsverständnis an ausgeht, dann hat man oft eine ganz, ganz andere Idee da dahinter. Und es geht schon los bei der Kreativität, dass man sagt, ach, Kreativität, das ist so Kunst und Malen. Und viel besser passt eben einfach diese Übersetzung, neues Denken oder dann eben auch neues Lernen können. Und so geht es dann weiter, das kritische Denken zu verstehen, als Selbstdenken können, Kollaboration mit anderen zusammendenken können, Kommunikation, eigenes Denken oder eben auch Gedachtes mitteilen können. Und mein Versuch jetzt im heutigen Web-Talk ist, diese 4 Kompetenzen in der Art und Weise, wie sie hier übersetzt sind, zu übertragen auf offene Webtools, die eben textbasiert sind. Und dieses textbasiert ist natürlich schon eine ganz schön große Einschränkung, aber ich finde es total spannend, weil man schon so, wenn man nur einmal ganz kurz darüber nachdenkt, ziemlich schnell auf den Punkt kommt, dass man natürlich mit Text, mit Schreiben, mit Lesen, mit Inhalten sehr, sehr viel mehr machen kann in einem virtuellen Raum, also im Internet, als ich das machen könnte, wenn ich das sozusagen nur auf Papier hätte. So, und das Offensichtlichste ist einfach schon sowas, dass ich Dinge verlinken kann. Also das ist sowas, was jedem meistens immer als erstes einfällt. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass es noch viel, viel mehr kann. Als ich das Ganze vorbereitet hatte, hatte ich eine ziemlich lange Liste und habe dann selber festgestellt, dass man zu diesem Thema noch viel, viel mehr sagen könnte. Deshalb sage ich das am Anfang einschränkend, dass ich das jetzt nicht als vollständig verstehe oder dass ich sagen würde, ja, genau die Tools sind ja, das sind jetzt die besten, die man dazu sozusagen nutzen kann, sondern mein Versuch ist einfach, das zu zeigen, hier sind einzelne Webtools und ich zeige für diese 4K-Kompetenzen, was kann man mit denen machen oder wo zeigt sich eben, dass man damit eine zeitgemäße Bildung realisieren kann. Und wir gehen das durch. Ich habe das jetzt dann quasi neu übersetzt oder erweitert übersetzt, wie man das auch immer machen will, dass man eben die Kommunikation als einen ersten Punkt fassen kann, so wie wir vorher gesehen haben, Kommunikation als die Kompetenz, was meint gedachtes Mitteilen oder eigenes Denken mitteilen. Wenn ich da auf die textbasierte Ebene gehe, dann ist damit sozusagen gemeint, ich möchte Geschriebenes veröffentlichen können. So, und da haben Webtools, offene Webtools jetzt tatsächlich ein sehr, sehr großes Potenzial, dass ich Lernenden mitgeben kann,
du kannst das Netz, du kannst das Internet, du kannst das Web aktiv mitgestalten. So. Das ist die Liste hier von den 5 und wir gucken die einfach kurz, schnell durch und ich sage jeweils was dazu. Bevor wir was Geschriebenes veröffentlichen können, ist es so, dass das natürlich erstmal geschrieben werden muss. Und das ist der erste Punkt, was ich auch, warum ich oben auch noch eingefügt habe, dass es nicht nur um aktive Webgestaltung geht, sondern auch um Unterstützung überhaupt beim Schreiben. Und das Tool, was ich hier gefunden habe, fand ich tatsächlich ein sehr, sehr nettes, also das Writing-Tool. Was ich damit machen kann, ist, dass ich mit Schreiben beginne. Also ich habe wie einen Editor, den ich hier habe. Und ich kann mir einstellen, wie ich sozusagen angehalten werden will, was zu schreiben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich sagen will, wie lang möchte ich denn schreiben? Was soll denn auch so ungefähr die Wörteranzahl sein, wie ich mache? Und es gibt vor allen Dingen auch so Dinge, die ich total spannend finde, wie ich möchte nicht zurückgehen können und Sachen entfernen können, was total hilft, wenn ich merke, dass ich das für mich selber einstelle. Wenn man gerade, wenn man so vor sich hinschreibt, ganz oft in so eine Situation kommt, ich schreibe mal einen Satz und dann lösche ich den wieder und dann schreibe ich und dann lösche ich wieder und komme eigentlich gar nicht voran. Und erstmal zu sagen, ich schreibe mal alles auf, was drinnen ist, kann eine total spannende Sache sein. Und ganz ähnlich ist es mit diesem, ich möchte gar nicht sehen, was ich geschrieben habe. Das sieht man jetzt schon im Hintergrund, dass dann einfach der Text sozusagen ausgeblendet wird und man den nicht real sieht und das natürlich auch dazu beiträgt, überhaupt erstmal alles aufzuschreiben und sich gar nicht so sehr ablenken zu lassen. So, und dann gibt es noch hier unten ein schönes Feature, was ich machen kann, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, ich möchte mir einen Zufallsartikel von der Wikipedia anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Oder auch sowas wie, zeig mir ein nettes Bild, was mir sozusagen so einen Schubs geben kann und was mich vielleicht an irgendwas erinnert. Und dann starte ich eigentlich nur mein Schreiben. Jetzt sieht man hier nicht so viel, weil ich das jetzt quasi ausgeschaltet habe. Und wenn die Zeit dann abgelaufen wäre, die ich eingestellt hätte, könnte ich diesen Text herunterladen und das Ganze passiert sozusagen nur bei mir im Browser. Also das als ein erstes ganz simples Tool, wo wir auf dem Weg sind, Schreibunterstützung. Und es zeigt sich schon, man kann natürlich diese Technik zu einer Art und Weise nutzen, dass das mir hilft, wie ich meine Texte überhaupt produzieren kann. So. Stärker in den Bereich zeitgemäße Kompetenzen kommen wir jetzt aber, wenn ich Kommunikation tatsächlich so fasse, ich möchte das Web aktiv mitgestalten. Und da ist es so, dass es tatsächlich offene Webtools gibt, wo ich eine Veröffentlichung vornehmen kann von Inhalten, die ich selber gestaltet habe, in wenigen Minuten, also eigentlich wenigen Sekunden. Und das ist das Beispiel, mit dem das geht, das Tool telegra.ph. Wir haben ja auch parallel eine Telegram-Gruppe und die Macher von Telegram haben sozusagen auch telegra.ph gestaltet. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich hier einen Titel eingebe. Wenn ich möchte, kann ich auch irgendwas zum Namen dazugeben. Ich kann Text hier einfügen. Ich könnte auch, wenn ich wollte, ein Bild hochladen. Man kann einen YouTube-Clip einbinden, der taucht dann auf. Und wenn ich fertig bin, klicke ich auf Publish und habe hier oben die URL und dieses Ding steht im Netz. Also Telegraph als ein wunderbares Tool, um zu sagen, mit Lernenden gemeinsam überhaupt zu erkennen, ja, das ist nicht so, dass man eine riesen Webseite braucht, dass man ganz, ganz viel Vorbereitung hat, sondern wenn ich was machen möchte und wenn ich Informationen, wenn ich Inhalte, die ich erstellt habe, wenn ich Texte, die ich geschrieben habe, anderen veröffentlicht, mitteilen, zeigen möchte, dann ist das eine Möglichkeit, das tatsächlich in wenigen Sekunden zu machen. Jetzt ist Telegraph natürlich sehr, sehr eingeschränkt von den Möglichkeiten. Ne? Jetzt könnte ich das noch hier bei mir im Browser editieren, weil das noch lokal gespeichert ist. Aber wenn ich sozusagen den Cache geleert habe, dann ist diese Webseite einfach im Netz und lässt sich überhaupt gar nicht mehr ändern und das lässt sich nichts dabei tun. Und ich kann natürlich auch nur solche einzelnen Seiten veröffentlichen. Ein bisschen mehr ist da RWTXT. Das können wir uns auch noch kurz angucken. Das ist ein Tool, mit dem ich mich tatsächlich einloggen kann. Das klingt jetzt zuerst wie ein Widerspruch zum offenen Webtool, aber ich habe das hier mit aufgenommen, weil das Einloggen tatsächlich nur so aussieht, dass ich mir selber eine Domain überlegen kann und ein Passwort dazu eingeben kann, was dann nur ich kenne. Und eine Domain kann irgendwas sein. Ich habe als Domain zum Beispiel meinen Namen genommen, also Nele, und dann ein Passwort dazu eingegeben. Und wenn ich mich dann jetzt einlogge,
dann bin ich sozusagen in meinem Bereich. Und solange ich nicht mein Passwort vergesse, das ist natürlich das Risiko, an dem ich mich hier bewege, kann ich hier Texte schreiben. Das funktioniert dann ganz einfach über diese Freigabe hier, dass ich das setzen kann und dass ich das dann veröffentlichen kann und dann steht es im Netz. Und ich kann auch entscheiden hier unten unter den Options, also unter den Einstellungen, ob ich sagen möchte, ich möchte meine Domain, also alle Texte, die unter Nele stehen, für die Öffentlichkeit auch sichtbar machen. Das bedeutet dann, dass andere das auch sehen können und aber eben die dann nicht verändern können. Und ich kann hier auch noch mehr einstellen, also meinen eigenen Titel, Intro, kann sogar eigenes CSS setzen. Also das als ein zweites Tool, wenn wir Telegraph als eine ganz, ganz simple und einfache Möglichkeit genommen haben, dann ist RWTXT sowas, wo ich tatsächlich als ein offenes Webtool aktive Webgestaltung machen kann, weil ich da ohne Registrierung, ohne Anmeldung, also quasi nur mit Anmeldung, ich entscheide mich für irgendein Pseudonym oder meinen Namen und überlege mir ein Passwort dazu, direkt starten kann mit Blog. Viertes Tool, was ich hier ausgewählt habe, habe ich genommen, weil Kommunikation da natürlich ganz schnell noch einen Schritt weiter geht. Also dass Kommunikation natürlich nicht nur Einbahnstraße ist, also ich veröffentliche meine Texte, sondern gleichzeitig natürlich auch, ich möchte gerne, dass andere darauf auch reagieren können, dass andere darauf Bezug nehmen können und sich das eben angucken können und dass ich auch zu anderen Sachen hin verlinken kann und diese ganzen Punkte machen kann. Und dieses Special Fish, das passt jetzt tatsächlich nicht ganz in die offene Webtool-Reihe, weil man sich dazu anmelden muss mit einer E-Mail-Adresse. Ich habe es aber deshalb aufgenommen, weil es ein sehr von unten gestaltetes soziales Netzwerk auf eine ganz, ganz andere Art und Weise ist. Und zwar funktioniert es so, wenn man sich hier registriert hat oder sich angemeldet hat, dann sieht man diese große Liste von lauter Fischen, so wie sie hier dargestellt sind. Und wenn ich auf den heutigen Tag klicke, dann sehe ich sozusagen alle Fische, die heute schon mal irgendwie was verändert haben an ihrem Profil. Mein Profil, das könnt ihr euch schon denken, ist Nele. Da sieht man jetzt, wie so ein Profil aussieht, dass man da sehr flexibel und einfach was reinschreiben kann und es eben gar nicht nach so einem Konzept ist, wie jetzt Twitter oder Facebook funktionieren würde, dass ich immer Beiträge habe und die sind dann untereinander, sondern sie sind im Prinzip ähnlich gestaltet wie so ein offener Texteditor und ich kann dann da drin rumschreiben. Und das können wir uns jetzt hier angucken. Also ich könnte auf meinen Log gehen und ich kann dann da eben auch weiterschreiben, dann stehen neue Sachen drinnen und ich kann die speichern. Und ein Feature, was ich auch total nett finde, ist dann eben das Listen-Feature, das finde ich direkt daneben, wo man sich Dinge anlegen kann, die man sagt, ach, das finde ich spannend, mal näher anzugucken. Und ich habe Special Fish deshalb aufgenommen, weil sich hier sehr stark so eine Web-Community trifft, die von einer aktiven Webgestaltung ausgeht und ganz viel auch oft total spaßige und lustige Seiten baut und hierüber dann veröffentlicht. Und wenn man so einen Eindruck kriegen will, nicht nur, wie kann ich selbst aktiv das Web mitgestalten, weil ich hier Kommunikation mache, weil ich sozusagen meine Inhalte ganz, ganz einfach und niederschwellig hier veröffentlichen kann und ganz, ganz einfach auch immer wieder updaten kann und meine eigene Webseite sozusagen kriege, sondern ich kann eben auch recherchieren und gucken, was machen denn da in irgendeiner Form andere Menschen und darauf dann Bezug nehmen. So, also Special Fish haben wir uns angeguckt und dann könnten wir weiter gucken noch zum letzten. Das habe ich aufgenommen, das ist ein Tool, was ich übersetzt habe von jemandem, der das in den Niederlanden programmiert hat. Kommunikation kann dann natürlich auch immer sein, dass man sozusagen um Feedback fragt, was andere Menschen dann einem übermitteln. Und das ist tatsächlich ein Tool, was ich nicht empfehlen würde, wenn man jetzt umfassende Umfragen mit Auswertungsmöglichkeit oder ähnliche machen möchte. Aber zum Beispiel für den Fall, Schülerin XY in der 8. Klasse hat ein Referat gehalten und möchte gerne Feedback von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern dazu kriegen, dann ist das ein Tool, wo diese Schülerin ganz einfach, ohne dass sie sich irgendwo registrieren müsste, einen Titel eingeben könnte von dem Referat, von der Veranstaltung, von was auch immer, dann verschiedene Fragen eingeben kann, das direkt erstellen kann und dann eben zum Weitergeben einen Code erhält, den dann die Mitschülerinnen und Mitschüler eingeben könnten, das für sie beantworten könnten. Und wenn die Schülerin das angelegt hat am Anfang, kriegt sie eine URL, die dann auch nur sie persönlich hat, wo sie die Ergebnisse abrufen kann. Also auch das als eine Möglichkeit von Kommunikation, was im Rahmen von offenen Webtools möglich ist, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann da Dinge
auch zurückkriegen von anderen in Form von Feedback. Also, erster Punkt, Kommunikation, gucken wir nochmal hoch. Geschriebenes veröffentlichen und ich ergänze noch so ein bisschen, auch beim Schreiben unterstützt werden. Und ich glaube, der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt dabei ist, was wir jetzt so aus einer lehrenden Perspektive wichtig finden sollten oder machen sollten, wäre eben dieses, dass wir sagen, wir können hier zeigen, es gibt offene Webtools, mit denen Lernende aktive Webgestaltung ganz, ganz einfach machen können und ihre Texte online stellen können. Nächster Punkt, Kollaboration können wir relativ kurz halten, nicht weil das nicht wichtig wäre, sondern weil das so wichtig ist, dass wir dieses Thema schon in vielen anderen Folgen von dieser Webtools-Reihe uns angeguckt haben. Und das sieht man schon bei den Tools, die hier in irgendeiner Form angemerkt oder dargestellt sind. Die Etherpads hatten wir uns angeguckt, HackMD, CodeMD hatten wir uns angeguckt und Flinger hatten wir uns auch angeguckt. Das sind also alles Sachen, die wir uns jetzt in dieser Reihe gar nicht mehr angucken müssen, wo ich sozusagen verweise auf die Reihen, die es dann ansonsten gibt. Ich gehe trotzdem noch einmal auf so ein Etherpad, einfach weil daran deutlich wird, was sozusagen Kollaboration eigentlich leisten kann oder was Kollaboration machen kann. Wenn man das hier sieht, ist das Prinzip von einem Etherpad ja, dass ich sozusagen einfach einen Titel eingebe, den ich haben möchte, dann klicken kann auf Öffnen und dann eine URL erhalte, wo die ich teilen kann und in der dann auch alle, mit denen ich diesen Link teile, mitschreiben können. So, und daran sieht man dann jetzt schon, was eben das Entscheidende an Kollaboration ist, im Verständnis vielleicht auch zu Kooperation oder in Abgrenzung zu Kooperation. Dass es hier nämlich tatsächlich so ist, weil zeitgleich alle den gleichen Link haben und man hier gemeinsam an was schreiben könnte, es eben nicht dazu kommt, zu sagen, du schreibst Abschnitt A, ich schreibe Abschnitt B und die dritte Person schreibt Abschnitt C, sondern man dahin kommt, gemeinsam was zu entwickeln. Ich schreibe einen ersten Satz, jemand stellt fest, das macht nicht so viel Sinn, stellt den an eine andere Seite, jemand drittes korrigiert irgendwelche Fehler oder ergänzt eine Formulierung, nochmal eine andere Person fängt schon unten mit dem nächsten Thema an zu schreiben. Und meine Erfahrung ist immer, wenn ich Menschen Etherpads vorstelle auf einer theoretischen Art und Weise und ihnen erläutere, so funktioniert es und das hat man sich dabei gedacht, und die ein Etherpad vorher noch nicht kannten, dann ist jedes Mal die Reaktion, dass gesagt wird, das kann aber doch überhaupt gar nicht funktionieren. Und sobald wir es dann ausprobieren und machen, stellen sie fest, ja, tatsächlich, es funktioniert. Und das ist, glaube ich, was in diesem ganzen Bereich Kollaboration, textbasierte Tools mit das Wichtige ist, was man da in Lehr- und Lernprozessen weitergeben kann, dass man sagen muss, doch, es gibt hier Tools und an diesen Tools kann man ganz konkret und praktisch erleben und dann natürlich auch immer besser lernen, wie Kollaboration funktionieren kann und dass es eben nicht in einem totalen Chaos endet. Zwei weitere Links habe ich hier noch dazu gesetzt. Da gucken wir uns jetzt noch CryptPad an als eine Sache, weil ich das relativ entscheidend finde, da weil ganz viele Menschen, so kriege ich die Rückmeldung, tatsächlich nur in Anführungszeichen das Etherpad als ein Tool kennen, mit dem man kollaborativ zusammenarbeiten und schreiben kann. CryptPad ist ebenfalls eine Open-Source-Software und hier habe ich eben nicht nur die Möglichkeit, auf eine Textart und Weise zusammenzuschreiben, sondern ich kann auch Präsentationen gemeinsam gestalten, Tabellen machen, Umfragen gestalten. Und es gibt zum Beispiel auch sowas wie ein Kanban-Board, also wo ich verschiedene Spalten mir anlegen kann und dann verschiedene Aufgaben reinsetzen kann. Also wer umfangreichere Kollaborationssachen machen kann, der ist hier auf jeden Fall auf CryptPad gerne verwiesen und findet da eigentlich ganz hilfreiche Tools dazu. Ja, und dann verlinkt habe ich noch die Wikipedia, weil die ja tatsächlich auch unter die Rubrik offene Webtools fällt. Viele denken, es ist ja super kompliziert, da überhaupt reinzukommen und bei der Wikipedia mitzumachen. Richtig ist aber ja, dass ich nicht mal registriert oder angemeldet sein muss, sondern wenn ich die öffne, mir einen zufälligen Artikel anzeigen lasse und feststelle, hier sind Tippfehler, hier fehlt irgendwie noch ein Satz, den ich da ergänzen würde, dann kann ich direkt mit Bearbeitung starten. Ich würde grundsätzlich empfehlen, sich einen Account bei der Wikipedia anzulegen und dann auch tatsächlich mitzumachen und auch immer wieder zu sehen, was man gemacht hat, auch mit anderen kommunizieren zu können. Aber erstmal so einen Schritt zu haben, sich an etwas zu beteiligen, was als ein großes kollaboratives Projekt entsteht und immer weiterentwickelt wird, das ist nicht kompliziert und auch das kann man Lernenden vermitteln, dass das einfach so geht und funktioniert.
Ja, damit kommen wir schon in den dritten Bereich von unseren vier Kompetenzen, nämlich die Kreativität. Da hatten wir jetzt gerade vorher gesehen in der Übersicht von Jöran, dass Kreativität nicht sich übersetzen lässt mit wir malen lustige, bunte Bilder, sondern eher in der Richtung, die sich nennen lässt, wir denken einfach neu. Also wir versuchen nicht einfach direkt wieder zu machen, was schon vorher da war, sondern wir denken neu. Ich habe das hier übersetzt mit Textinhalte anders oder neu darstellen. Und bevor wir zu den Tools kommen, möchte ich eine Sache voranstellen. Weil das, glaube ich, macht es nochmal deutlicher, was eigentlich mit diesem Neudenken gemeint ist. Man könnte ja den Irrglauben haben, dass Neudenken dann heißt, ich muss einfach mal so ganz aus mir heraus irgendwas mir einfallen lassen, was es bis jetzt noch gar nicht gibt. Und dann habe ich wirklich eine neue Idee und dann habe ich kreativ gedacht. So. Was ihr hier seht, ist allerdings eine der ja doch ziemlich verbreiteten Kreativitätstechniken. So, und diese Kreativitätstechnik besagt jetzt nicht, dass man alles wegtun soll, was man bisher sozusagen schon wusste und dann was ganz Neues entwickeln will, sondern die Kreativitätstechnik besagt, gucke dir bestehende Dinge an und ändere dann ein bisschen dran und dadurch entsteht dann was Neues. Also diese Buchstaben, die ihr hier seht, die geben der Methode den Namen, nennt sich also Scamper für die englischen Wörter, die da jeweils dahinter stehen. Und die Idee ist eben immer, sich eine Idee oder ein Produkt, was es schon gibt, anzugucken und dann zum Beispiel mit dem C zu überlegen, wie kann ich das mit was anderem kombinieren? Wie kann ich was nehmen und dem vielleicht einen anderen Einsatzzweck geben? Macht es irgendwie einen Sinn, wenn ich einen Teil davon wegnehme oder ähnliches? Also das nur nochmal zur Klarstellung. Das ist die Idee von Neudenken. Es geht nicht darum, was komplett neu zu erfinden, was vorher noch gar nicht da war, sondern es geht darum, auf bestehenden Sachen aufzubauen. Und so habe ich es eben dann auch hier dargestellt, Textinhalte anders und neu darzustellen. Und wenn wir dann zu den Tools kommen, dann habe ich hier Tools gewählt, mit denen es besonders gut funktionieren kann, Textinhalte oder eben Informationen zu verknüpfen und zu vernetzen. Und genau durch dieses, dass man das dann tut, entsteht eben dann eigentlich die Kreativität und es entsteht was kreativ Neues oder eben anderes, als wir uns das bisher angeguckt haben. Dann gucken wir jetzt auch einfach mal schnell durch, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Die gehen in verschiedene Bereiche und ja, ihr wählt einfach aus, was ihr denkt, was für euch dann irgendwie Sinn macht oder was ihr gerne nutzen wollt. Kinopio.club oder Club, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist ein kleines Tool, auch ziemlich stark selbst gebastelt von einem einzelnen Programmierer, der damit versucht hat, eine Möglichkeit zu geben, das Mindmapping-Prinzip auszuweiten und eben verknüpfter und vernetzter zu gestalten. Und was tatsächlich das Schöne ist an diesem, dass man sich so viele von diesen verschiedenen Seiten, wie man möchte, also sozusagen einrichten will. Das ist jetzt hier eine Basisseite. Wenn ich hier oben in die Ecke draufklicke, kann ich mir auch noch andere anzeigen lassen. Also so, das ist jetzt hier nochmal ein anderes Teil, was entsteht. Und wenn ich eben ein neues machen würde, könnte ich natürlich auch ein neues Teil mir anlegen und das sozusagen gestalten. Das würde ich dann hier oben machen, wenn ich ein neues haben brauche. Also einfach noch eins dazusetzen, was dann einen Zufallsnamen gibt. Und was ich hier tun kann, ist zum einen, dass ich genau, wie ich das vielleicht von anderen Sachen her kenne, solche Karten neu anlegen kann und die gestalten kann, da irgendeinen Text dazu setzen kann. Das ist erstmal noch nichts Besonderes. Aber was dann das Besondere ist, dass ich diese Teile miteinander verknüpfen kann und den Verknüpfungen sozusagen jeweils eine Bezeichnung oder einen Namen geben kann. Also ich könnte hier sagen, das ist jetzt meine Testverknüpfung. Und diese Testverknüpfung setze ich dann eben auch an andere Stellen wieder hin, wenn ich eine neue Karte gemacht habe, passt die dann sozusagen auch in dieses Ding hier rein und auch die benenne ich dann als Test. So, jetzt hat sich das erstmal nicht ausgewählt, sondern könnte ich wieder diese Variante wählen.
Und ich habe hier unten dann die Möglichkeit, das auch entsprechend zu filtern. Also wenn ich sagen würde, ich möchte mir jetzt tatsächlich nur die Testsachen angucken, die ich so verknüpft habe, oder eben auch was ganz anderes, dann könnte ich mir das entsprechend angucken. Also Kinopia ist jetzt tatsächlich nur eine ganz, ganz, ganz schnelle Vorstellung, wie ich hier gemacht habe. Am besten spielt ihr da mal ein bisschen selber dran rum, dann kriegt man das auch schnell mit, was man damit ansonsten noch alles machen kann. Aber doch, der Versuch, Verknüpfung und Vernetzung von Informationen erstmal auf einer individuellen Ebene, also das, was ich selber, wenn ich zuhöre, wenn ich was gelesen habe und mir dazu Notizen mache, das textlich festzuhalten und eben auf eine andere Art und Weise darzustellen, als ich das machen könnte, wenn ich völlig ohne virtuelle Tools wäre, wenn ich völlig ohne Netz wäre. Ja, zweiter Bereich, ganz, ganz anders, ist dann das Feld von Memes. Memes ist vielleicht einigen Begriff, kann man kurz definieren als sowas wie eine Text-Bild-Kombination. Und hier kann dann tatsächlich sowas stattfinden, dass ich sage, neu oder anders Inhalte darstellen, weil ich natürlich auf der einen Seite das machen könnte, ich schreibe einen langen Text, genauso wie ich den analog irgendwo schreiben würde, schreibe ich den dann halt auch ins Internet. Aber die Meme-Kultur ist eine Möglichkeit, wie ich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Dinge einfach darstellen kann, ohne jetzt ganz viel Text zu schreiben, sondern indem ich Bezug nehme auf ein Bild, was es schon gibt, auf ein Bild, was vielleicht auch schon häufig eingesetzt wird, und dann meine eigene Botschaft versuche, auf diese Art und Weise weiterzugeben. So, und das funktioniert auch hier ziemlich simpel, wie man das machen kann. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal nach einem Bild suchen, was ein ganz bekanntes ist. Das ist dieses Distracted Boyfriend Meme, das kennen vielleicht einige. Und da könnte ich jetzt meine Texte reinschreiben, die passen. So, und ich kann mir auch angucken, was andere erstmal gefunden haben. Aber also eine ganz einfache Botschaft wäre hier, das habe ich auch von irgendjemand geklaut, das lief kürzlich über Twitter. Und das macht auch nochmal ganz gut hier den Inhalt von dem heutigen Web-Talk deutlich. So. Zu diesem kleinen Meme könnte ich jetzt bestimmt Blogbeiträge en masse und in ganz, 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 ganz langer Länge schreiben. Aber ich könnte das eben auch einfach versuchen, über so ein Meme zu kommunizieren. Und der Spaß und der Witz entsteht dann dadurch, dass Menschen dieses Bild ja kennen, dass Menschen gleichzeitig wissen, das triggert bei mir diese verschiedenen Worte was, und dann eben auch sagen können, sie können daran weiterarbeiten und können dann auch ihre eigenen Worte da reinsetzen und dann dadurch eben auch eine eigene Botschaft vermitteln. Also sowas, Memes, als eine unwahrscheinlich vielfältige Art und Weise einzusetzen zum Lehren und Lernen, immer dann, wenn man sagt, versuche doch mal was auf eine andere Art und Weise textlich darzustellen. Und wenn ich das fertig machen will, müsste ich hier nur auf Generate Meme klicken, dann wäre das sozusagen da. Ich könnte das runterladen. Bei Inkflip ist es so, dass so ein ganz kleines Wasserzeichen unten drin ist, wo ich das generiert habe. Wer das nicht haben möchte, dem habe ich hier auch mein Meme verlinkt. Das ist dann super datenschutzfreundlich, weil das gar nicht mit Übertragung zum Server ist, sondern alles nur direkt im Browser funktioniert. Da kann ich mir mein eigenes Bild hochladen, komme dann zum nächsten Schritt, wo ich die Texte eingeben kann und lade das dann eben wieder runter. Aber habe natürlich nicht so schön diese Bibliothek von schon fertigen Memes, die oft in Verwendung sind, sozusagen mit dabei. So, das also Kinopio nochmal eine ganz andere Sache, als jetzt Memes wäre. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache, wie man sozusagen anders Texte darstellen kann mit so einem ganz einfachen offenen Webtool. Und das wäre hier jetzt Blackout Poetry im Englischen, oder im Deutsch habe ich es hier versteckte Verse genannt, weil das aus meiner Sicht ganz gut zum Ausdruck bringt, was damit eigentlich gemeint ist. Was ich machen kann, ist, dass ich hier entweder einen eigenen Text hochlade oder einen von den Beispielstexten auswähle. Also ich könnte jetzt hier Die Leiden des jungen Werther einen Abschnitt machen. Und was ich bei Blackout Poetry mache, ist, dass ich mir einzelne Sachen hier raussuche, die ich markiere. Und wenn ich einfach ein paar Worte, das hat jetzt keinen künstlerischen Anspruch, ich möchte nur das Prinzip verdeutlichen, und dann sagen kann, ich möchte übermalen. Und dann sieht man, dass das quasi alles schwarz wird, bis auf diese, die ich gerade eben markiert habe. Und die Idee ist,
dass man auf diese Art und Weise natürlich ganz, ganz anders auf einen bestehenden Text blickt, weil man entweder überlegen kann, wie kann ich dem Texten auch eine ganz andere Aussage geben, oder eben auch sagen kann, ich gucke einen Text durch und überlege dann, wie kann ich die Aussage, die dieser Text hat, oder das, was für mich jetzt in diesem Beispiel bei Leiden des jungen Werther am allerwichtigsten oder entscheidendsten ist, wie kann ich das dann mit wenigen Worten deutlich machen, die dann die einzigen Worte sind, die sozusagen nicht übermalt werden. Also nochmal eine Möglichkeit, Dinge neu und anders darzustellen, als das eben ansonsten ja so herkömmlich gemacht wird, wenn man einfach nur so einen Text schreibt. Ganz kurz, daraus wollte ich einfach nur drauf Bezug nehmen, dass Entrop X, nenne ich es jetzt einfach mal, dass Kreativität und Texte neu und anders verwenden, dann natürlich auch einen ganz schnellen Link hat hin zur Programmierung. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich ein Mini-Tool, was aber total viel Spaß machen kann, weil was man hier macht, ist, dass man mit der Tastatur Bilder malen kann. Und die, die ihr hier vorgegeben habt, seht ihr, die sind ziemlich schick. Also da hat jemand schon richtig viel Energie reingesteckt, solche Bildchen da zu malen. Und wenn man das selbst versuchen will, kann man hier einfach rausgehen und den bisherigen Text löschen. Und das Prinzip ist, das sieht man hier unten in diesem kleinen Teil, dass ich sozusagen dahin spaziere, was ich gerade anklicke und wo ich dann sozusagen in die nächste Richtung gehe. Und so, dadurch, dass ich dann verschiedene Buchstaben anklicke, komme ich sozusagen weiter und gestalte und male mein Bild. Das ist jetzt auch einfach nur beispielsmäßig gemacht. Es gibt dann hier unten so ein paar Programmierbefehle. Also wenn ich 9x eingebe, dann laufe ich gleich 9-mal in die Richtung und nicht nur einmal. Und hier unten gibt es dann auch noch solche Sachen, damit wird die Sache dann noch viel spannender, dass ich mir verschiedene Pinselsachen anmerken kann und dass ich sogar auch Farben auswählen kann. Also wer so eine einfache Art und Weise sucht, um dieses Prinzip zu verdeutlichen der Programmierung, dass ich was eingeben kann und dann was draus passiert, der ist bei Entrop X an der sehr richtigen Stelle. Und es macht einfach total viel Spaß, da so ein bisschen rumzuspielen und zu versuchen, auch selbst was zu machen. So, und das letzte Beispiel dann jetzt noch, das ist nochmal ein Versuch zu zeigen, wie kann man denn Informationen verknüpfen und vernetzen, weil das ja gar nicht auch nur meine eigenen Informationen sein müssen, sondern ich ja auch das Netz wie so eine Art kollaboratives Konglomerat, wo ganz viele Menschen aktiv sind, nutzen können. Und eine Idee zum Lernen oder zur Kreativität, die mir total gut gefällt, sind sogenannte Google-Gedichte. Das muss auch nicht Google sein, sondern man kann auch einen anderen automatischen Suchergänzungsalgorithmus nehmen. Ich habe den hier auf der Seite Fragenial eingestellt. Also der nimmt jetzt Bezug zu Google Autosuggest. Ich kann aber auch einfach direkt normal zur Suchmaschine gehen. Und wie das Prinzip von automatischer Suchmaschinenoptimierung funktioniert, das wisst ihr. Ihr gebt ein erstes Wort ein und dann werden sozusagen Vorschläge gemacht, die andere Menschen gesucht haben und die vielleicht auch zu meiner Suchhistorie passen. Und was ich damit machen kann, ist, dass ich eine einfache Regel vorgebe. Also zum Beispiel sowas, schreib doch ein Google-Gedicht über warum. Und was man jetzt dann machen könnte, ist, dass man warum als eine Überschrift setzt und sich dann verschiedene von diesen Sachen auswählt. Also sagt, warum ist der Himmel blau? Warum gibt es keine Hefe? Warum gähnt man? Und dann habe ich sozusagen ein kreatives Google-Gedicht geschrieben. Wie sowas aussehen kann, das zeige ich euch auf der nächsten Seite. Das ist entstanden Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres. Warum? Warum schnurren Katzen? Warum schweigen Lämmer? Warum ist der Himmel blau? Warum bin ich so fröhlich? So, und da kann man jetzt sagen, ist das Kunst? Kann man sich wahrscheinlich oft trefflich streiten, aber was das Schöne daran ist, dass solche Google-Gedichte natürlich immer eine ganz bestimmte Zeitspanne umfassen und genau da dann entstanden sind. Und das kriegt man oft noch viel mehr mit, wenn man zum Beispiel März 2020, April 2020, Mai 2020 Gedichte macht und sich immer eine bestimmte Regel überlegt. Also zum Beispiel, ich will immer warum nehmen oder ich möchte auch immer nur einen einzelnen Buchstaben nehmen. Und dann wählt man sich 3 automatisch angezeigte Sachen aus und kann dann quasi vergleichen, wie unterscheidet sich auch eine kollaborative Debatte, eine Netzdebatte, die stattfindet, was sind gerade gesellschaftliche Themen, die die Debatte prägen und so weiter und so fort. Also das ist so ein
na, eigentlich ist es kein Tool, sondern eher eine Methode, wo man ganz viel reinstecken kann, wo man auch ganz viel reflektieren kann, aber was den Grundsatz hat, ja, Texte anders neu zu produzieren und eben durch eine Verknüpfung und Vernetzung zu produzieren. So, das also die Google-Gedichte und damit wären wir dann auch bei der Kreativität durch und wir kommen noch zuletzt zum kritischen Denken. Da war das ja auch ganz wichtig, dass kritisches Denken jetzt nicht primär meint, gegen alles sein, sondern eher zu sagen, ich möchte selbst denken, also ich möchte mir meine eigenen Gedanken machen können. Und auch da ist es wieder so, um mir eigene Gedanken machen zu können, ist es natürlich erstmal ganz wichtig, dass ich Dinge kontextualisieren kann, dass ich die einordnen kann und dass ich dann auf der Basis ja zu meiner eigenen Position kommen kann. Und deshalb in diesem Bereich textbasierte offene Webtools, wie kann man Texte analysieren und kontextualisieren? Dazu habe ich dann auch noch einzelne Tools mitgebracht. Das erste ist gar kein Tool, sondern ist tatsächlich nur eine Methode, die man machen kann. Aber das ist die, die ich hauptsächlich Schülerinnen und Schüler und anderen Lernenden beibringen würde. Also man hat das ja oft, wenn man sagt, ich habe einen Text gefunden und der soll jetzt irgendeiner Form überprüft werden, ob der den Fakten entspricht oder wie das aussieht. Dann kursieren ganz viele Checklisten in so einer Art und Weise. Guck ins Impressum, schau, ob die Seite viele Rechtschreibfehler hat oder ähnliches. Und viel schlauer, als den eigenen Inhalt anzugucken und zu analysieren, ist hier eben der Wikipedia-Trick, mit dem man versuchen kann, den Inhalt oder die Webseite, die man gefunden hat, zu kontextualisieren. Und was mit Wikipedia-Trick gemeint ist, ist einfach, ich nehme die Webseite, auf der ich mich gerade befinde, packe die in eine Suchmaschine und schreibe dahinter Wikipedia. Und auf eins werde ich sozusagen eingeordnet kriegen, weil ich den erstbesten Artikel von Wikipedia finde, wo es um diese Webseite geht. Wer steckt da dahinter? Was sind da die Interessen? Was gibt es da vielleicht auch für eine Kritik daran? Das heißt dann auch gar nicht, dass ich den Inhalt, den ich mir angeguckt habe, richtig finden muss oder selber falsch finden muss. Aber es ist für mich ja tausendmal einfacher, was einordnen zu können, wenn ich weiß, also jetzt zum Beispiel, es geht um Ernährung und das hat jetzt der Bundesverband der Veganerinnen und Veganer geschrieben oder es hat die Firma Kellogg's geschrieben. So, das heißt dann nicht, die einen haben Recht oder die anderen haben Unrecht, aber ich kann das mit einer ganz anderen Art und Weise lesen, wenn ich das kontextualisiert habe und das ist sozusagen hier der Versuch mit dem Wikipedia-Trick. Wer das ausführlich nachgucken möchte, das ist hier verlinkt in diesem Faktencheck-Kurs. So, das Word does not exist, da brauchen wir nur einmal draufklicken. Das wollte ich zeigen, als was Kontextualisierung kann auch heißen, dass wir uns in den Bereich künstliche Intelligenz bewegen. Das ist hier ein Tool, was ich vor allen Dingen spannend finde, mir vorstellen kann, zum Beispiel für den Englischunterricht. Was hier gemacht wird, ist, dass nicht existente Worte erfunden werden und dem Ganzen auch eine Definition gegeben wird. Und es ist natürlich ein super Fundus, um so ein Sprachgefühl zu kriegen und zu sagen, passt das? Ist das ein gutes Wort? Passt es auch zur sonstigen Sprache? Oder wie hat hier diese künstliche Intelligenz dieses Wort sozusagen entwickelt? Also es ist eher weniger ein Tool, mehr so wie eine Datenbank. Ja, Teleskoptext, auch nur kurz zum Angucken, da zeige ich euch jetzt nur das Beispiel. Selber schreiben könntet ihr dann ausprobieren. Der Versuch hier ist, dass man Texte schreibt auf eine Art und Weise, dass man die an verschiedenen Stellen ausklappen kann. Also, dass man Text so sich neu anguckt und dann auch analysieren kann, dass man nicht einen linearen Text, geht eben von oben los und dann wird es immer mehr, sondern dass man den aufbaut, mal was vorne dran setzt, mal was in der Mitte weiter dran setzt, mal was unten dran setzt. Also eine ja, alternative Technik, wie eben sowohl geschrieben werden kann, als dann auch Texte analysiert werden können. Ja, Wortwanderer habe ich euch hier als eine einfachere Version von einem Textanalyse-Tool noch hingesetzt. Wir überspringen das jetzt und gucken uns direkt die Voyant-Tools an, die Ähnliches können, aber gleichzeitig auch noch viel mehr. So, das ist dann auch das letzte Tool, was ich euch sozusagen vorstellen werde. Und dann haben wir auch einen ganz schön großen Ritt gemacht durch diese 4K-Kompetenzen. So, was die Voyant-Tools können, ist, dass ich hier entweder eine URL eingebe oder auch direkt Text eingebe oder auch diese Variante, wie wir jetzt,
einen Text auswählen, den man sozusagen irgendwo gefunden hat und sich den dann hochlädt. Was ich hier genommen habe, ist die Rede von Kanzlerin Merkel, die sie im März gehalten hat, kurz bevor der Lockdown losging, wo sie sozusagen um Verständnis für diese Maßnahmen werben wollte. Und was man hier oben als erstes sieht, links in der Ecke, ist das, was viele vielleicht schon kennen als ein Textanalyse-Tool, das versucht wird, die wesentlichen Schlagwörter, die es in diesem Text gibt, darzustellen und sozusagen als so eine Art Word-Cloud zu präsentieren, dass man sich die angucken kann. Diese Voyant-Tools können aber hier oben schon noch viel mehr. Also ich könnte zum Beispiel auch sowas machen, dass ich auf links umschalte und dann kann ich gucken, diese Hauptbegriffe, wie stehen die dann in Kombination mit anderen Begriffen? Also wenn ich auf Demokratie oder wenn ich auf Virus gehe oder wenn ich auf Menschen gehe, kann ich jeweils immer gucken, was damit sozusagen verbunden ist. Und genauso wie ich hier oben links in der Ecke schon ganz viel Text analysieren kann, kann ich mich hier dann auch ansonsten durch die Voyant-Tools durchklicken und ich kriege überall eine Möglichkeit, den Text zu durchleuchten, mir genauer anzugucken, zu schauen, was da in irgendeiner Form drinsteckt. Also hier rechts zum Beispiel finde ich auch spannend, wo taucht welcher Begriff wie häufig auf. Hier unten ist noch so ein bisschen, in welchem Kontext tauchen Begriffe immer auf. Hier findet man auch sowas, was sind typische Phrasen, die immer auftauchen. Und wenn wir in diesem Kontext sind, kritisches Denken, also Selbstdenken, dann ist das tatsächlich eine Möglichkeit, Texte sich sehr, sehr intensiv anzugucken, zu durchleuchten und zum Beispiel auch verschiedene Texte miteinander zu vergleichen. Also was man toll machen kann, ist im Gemeinschaftskunde-Politikunterricht sich Reden von den verschiedenen Fraktionen zu einem Thema anzugucken, die jeweils hochzuladen und dann eben zu gucken, wo tauchen welche Schlagwörter wie häufig auf? Was sind typische Phrasen, die vielleicht auch stattfinden? Welche Worte sind wann in der Rede jeweils am häufigsten? Und das ist dann eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich hinterfrage tatsächlich den Text, ich gucke da dahinter, ich schaue, was damit gemeint ist oder gedacht ist und bilde mir dann auch meine eigene Meinung dazu und eine Möglichkeit, die ich eben mit rein analogen Möglichkeiten überhaupt gar nicht hätte, sondern tatsächlich hier diesen virtuellen Raum dazu brauche, um in so einer intensiven Art und Weise mir das anzusehen. Ja, das waren die 5 Tools, die wir uns zu kritischem Denken angeguckt haben und insgesamt sind wir jetzt da wirklich in einem riesenschnellen Ritt durchgegangen. Ich stoppe jetzt erstmal die Bildschirmfreigabe und was ich euch vielleicht so für das Ausprobieren jetzt oder was sollte, das ist alles nochmal mitgeben möchte. Das sind jetzt nicht 20 Tools, wo ich sage, nehmt die und ihr habt zeitgemäße Bildung, sondern was ich mitgeben will, ist so ein Gefühl dafür, dass das Spaß machen kann, offene Webtools zu nutzen, um zeitgemäße Bildung umzusetzen. Und das waren alles Beispiele, wo es eben in textbasierter Art und Weise gelingen kann, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken in dieser Übersetzung umzusetzen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß damit. Und vielleicht gucken wir uns ja dann auch in einer der folgenden Reihen nochmal weitere Tools an und können genau an diesem Gedanken weiterdenken.